Wir, die CERATIZ-Gruppe, sind natürlich immer gewollt, unseren Kunden besser zu machen, effizienter. Und gerade in der Hartbearbeitung ist es wichtig, die richtigen Werkzeuge im Einsatz zu haben. Das haben wir mit unserem Programm jetzt geschaffen und machen den Kunden dadurch effizienter und den Prozess nochmal sicherer in der Hartbearbeitung. Es sind alles Neuentwicklungen der Werkzeuge. Auch die WTXH-Linie wurde komplett neu entwickelt. Hier spezialisiert man sich auf zwei Bohrertypen, die sich auf gewisse Härtegrade spezialisieren. Das Programm setzt sich zusammen einmal aus dem Monster Mill HCR, Schlichtfräser für die Hartbearbeitung, dann noch der Circular Line CCR, tocholiales Frässystem. Dann haben wir noch ein BGF-Typ A, ein Zirkular-Bohrgewindefräser, der das Gewinde ins Volle schneidet. Bis 65 HRC prozesssicher, man spart sich also zeitaufwendiges Erodieren. Dann haben wir noch die WTXH-Bohrerlinie. Hier sind wir den Weg gegangen, haben uns für zwei Bohrer entschieden. Zum einen in dem Härtebereich bis 58 HRC, ein innengekühltes Werkzeug. Und für den größeren Härtebereich bis 70 HRC verwenden wir unseren WTXH-Spezialisten. Dies bedeutet für unsere Kunden, dass wir mit der Hartbearbeitung 4.0 mit unserem Programm den Kunden einen noch sicheren Prozess bieten, im Fräsen, im Bohren, im Gewinden. Wir machen den Kunden effizienter und wir machen den Kunden besser mit unseren Werkzeugen. Das war unser Fokus und das haben wir mit diesem Programm geschafft.